Hallo ihr Lieben, hier ist die Feli von Happy Hippocampus. Ihr habt auch immer noch tausend Sachen im Kopf, die ihr noch erledigen wollt oder die noch zu tun sind. Und ihr habt aber oft nicht die Zeit oder die Lust, eine To-Do-Liste zu schreiben. Dann habe ich heute den ultimativen Tipp für euch. Und zwar möchte ich euch erklären, wie ihr eure To-Do-Liste im Kopf bastelt. Und zwar geht es so. Also entweder ihr nehmt irgendeinen Raum oder eine Location, die ihr wirklich nur als eure To-Do-Liste reserviert. Bei mir ist es zum Beispiel ein Spielplatz in meinem Heimatdorf. Und diesen Spielplatz, den nehme ich immer als To-Do-Liste und lege da der Reihe nach dann ab, wenn wieder irgendwas dazukommt, was ich noch erledigen will. Das, was ich erledigen will, das wandle ich natürlich zuerst in ein Bild um und dieses Bild, das lege ich dann da auf den Spielplatz ab. Und ja, wenn es dann erledigt ist, dann verblassen diese Bilder auch wieder und dann kann man nach und nach wieder was Neues ablegen. Also das klappt ganz gut. Man vergisst es dann schon irgendwann wieder, was da mal gelegen war. Vor allem, wenn man es vielleicht nur an einem Tag braucht und dort mal kurz abgelegt hat für ein paar Stunden und dann die Sache aber erledigt hat, dann kann man in der Regel nach ein, zwei Tagen da schon wieder eine neue Aufgabe ablegen. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn euch jetzt gerade was Neues in den Sinn kommt, was ihr noch erledigen müsst, dass ihr das einfach als Bild umwandelt und dort ablegt, wo ihr euch gerade befindet. Also wenn ihr jetzt gerade am Laptop seid oder am Handy oder in irgendeinem bestimmten Raum, dass ihr dann da ganz groß dieses Bild ablegt vor euch. Ihr könnt es entweder zum Beispiel riesig in den Türrahmen reinstellen, sodass, wenn ihr rausgeht, ihr das Gefühl habt, ihr rennt dagegen, sodass ihr euch wieder daran erinnert. Oder aber ihr könnt es auch ganz klein irgendwie hinhängen, zum Beispiel ans Handy oben, da wo die Kamera ist, so ein kleines Bildchen. Zum Beispiel, wenn ihr noch Tomaten einkauft, könnt ihr euch auch vorstellen, wie ihr mit der Tomate den Laptop abschießt und überall Tomatenmatsch durch die Gegend fliegt. oder aber, was auch immer sehr praktisch ist, weil ihr das immer dabei habt, ist euer Körper. Ihr könnt euren Körper als Route nehmen und da zum Beispiel von oben nach unten einfach verschiedene Sachen ablegen. Das können, wie gesagt, To-Do-Sachen sein, die ihr noch erledigen wollt. Oder aber auch die Einkaufsliste. Habt ihr dann halt die Tomaten auf den Augen zum Beispiel. Oder die Gurken stehen aus den Ohren raus. Oder wenn ihr jetzt noch irgendein bestimmtes Kapitel lernen wolltet, in Biochemie zum Beispiel den Zitratzyklus, dann stellt ihr euch vor, wie er auf die saure Zitrone beißt. Schüttelt es einen durch. und so könnt ihr von oben nach unten alle möglichen Sachen an eurem Körper befestigen. Der positive Effekt ist, dass ihr dadurch dann gleich noch Gefühle mit einbezieht, weil ihr beim Ablegen euch schon vorstellen könnt, wie sich das anfühlt. Wenn dann da die ganzen Sachen rumhängen oder ihr könnt dann ja alle möglichen Sachen nehmen. Auf den Kopf könnt ihr was ablegen, in die Ohren was stecken, in den Mund, auf die Augen, um den Hals, auf die Schultern, auf die Brust, auf den Bauch, Po, Beine und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie ihr aussieht. Genau, also das finde ich immer sehr hilfreich im Alltag. Jetzt nicht nur fürs Studium. Ihr könnt es natürlich auch super fürs Studium nehmen. Da mache ich aber nochmal ein anderes Video, wie ihr dann euch das Mitschreiben sparen könnt. Das verlinke ich euch auch dann in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.